Müssen wir mal gucken, aber die Schmiede möchte ich natürlich auch bauen, aber erstmal wäre wirklich der Lagerraum angesagt, ne, weil es wird Zeit. Wir haben so viel Krimskrams schon und wissen nicht wohin damit, deswegen, ja, wird Zeit. Ja. So. Das gibt's doch nicht hier. So eine dunkle Ecke und nichts ist hier. Was ist denn das? Ich will auch nicht auf schwer stellen oder so, ne? Weil dann machen die Monster nachher noch so viel Schaden, dass nicht gut wäre und so, ne? Tja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall den Lagerraum und die Küche. Das sind jetzt erstmal die obersten Prinzipien. Vielleicht sogar erst die Küche? Ja, ich glaube, wir machen erst die Küche und dann, oder? Ich weiß halt nicht so genau, wo ich den Lagerraum hinhaben möchte, ne? Also ich weiß das echt nicht hundertprozentig. Ich glaube eigentlich, wir müssten uns auch so langsam vielleicht tatsächlich sogar schon mal auf den Nachhauseweg machen, weil ich habe auch nicht mehr so viel zu essen dabei, ne? Langsam wird es ein bisschen knapp, ne? Hör mal. Ach komm. Nerv nicht. So. Dun, dun, dun. Ja. Ja, manchmal ist die Sicht so komisch, ne? Seltsam. So. Wie viel haben wir jetzt noch insgesamt? Naja, wobei wir haben noch ein bisschen eigentlich, ne? Ein bisschen haben wir noch. Aber ich würde ganz gerne die Aufnahme, also wenn ich deine Aufnahmepause mache, würde ich das schon eigentlich ganz gerne nicht unbedingt in der Höhle machen, sondern schon so zu Hause, ne? Das wäre mir schon wichtig. Oh, Rollercoaster Tycoon. Und da kommen wir her, da kommen wir her. Da können wir doch auch noch in die andere Richtung, oder? Oh yeah. Und auch noch weiter runter. Aber da waren wir ja schon. Ja, Moment. Ja, das ist doch jetzt... Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Warte, dann... Weißt du was? Dann verpfeifen wir uns gerade einfach mal hier nach oben. Oh, Alter, geht er ab. Wenn ich hier am Rand schwimme, da wären noch Büsche. Ich weiß nicht, welche. So. Vorsicht. Behelchung. Es fehlt die Behelchung. So, jawohl. Da sind wir wieder, wo wir herkommen. Und wir sind ja eigentlich auch immer noch in der Nähe von zu Hause, ne? Also, wir haben das alles in der Nähe. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Ja, wir haben doch hier alles abgebaut. Das ist alles. So, ja, Vorsicht mal, ne? Vielleicht mal lieber den hier machen, ne? Man muss ja nicht unbedingt da reinfallen. So. Ja, man, nirgends ist ein Zombie. Und ich sehe nämlich so nach seinem Fleisch. Ja. Fleischliche Lust mit Zombiefleisch. Geil. Geil. Boah. So. Bin ich schon hier hintergegangen? Ja, ich würde sagen, ja, wa? Weil hier sind Fackeln so, ne? Merkst du selber, ne? Gott. Ja, manchmal bin ich auch so ein bisschen hohl, so ein bisschen weich in der Birne, ne? Ja, ich glaube, das war's dann mit der Schlucht, wa? Scheiße. Da gibt's sicherlich noch irgendwo was, vielleicht, wo es noch weiter gegangen wäre. Ich weiß nicht, aber wir haben hier mehrere Schluchten, ne? Wieso, wir haben's ja. Ne? Da kann man ja einfach mal so ein bisschen sich umgucken. Ach, was habe ich das Lied... also wie lange, wie oft ich das Lied schon gehört habe, meine ich. Ich weiß nicht, wohin ich gerade gehe, ehrlich gesagt. Hoffen wir einfach mal, es ist Richtung Schlucht. Richtung nächste Schlucht. Das war auf jeden Fall ganz in der Nähe noch eine. Bin ich mir ganz sicher. Ich meine, hier... da hinten geht es direkt wieder raus. Machen wir vielleicht mal so ein bisschen vorsichtigen, wa?
kurz, wir haben doch aber... Also die Höhle, wo wir runtergefallen sind, die können wir, da können wir doch auch nochmal gucken, oder? Außer das war eine von den Schluchten, wo wir jetzt waren. Aber das ist ja nicht gesagt. Das war ja nur ein Verdacht von mir, aber ich glaube jetzt persönlich nicht unbedingt so sehr... Lol, was ist das denn? Was ist das denn hier? Lol. Ich glaube jetzt nicht unbedingt so sehr persönlich daran, dass das wirklich... Oder? Ja, ich weiß es aber auch nicht, ne? Ich kann es echt nicht sagen. So, ich kann es echt nicht sagen. Und da kommt irgendwas auf mich zu. Oh. Das ist ein Zombie. Hallo. Na, hast du eine schöne Rüstung an, du. Oh, zwei Zombies. Oh. Boah, weißt du, wie geil jetzt ein Zombie-Spawner wäre, Alter? Boah, da könntest du voll grinden gehen, ey. Hallo? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott, ein Traum wird wahr! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist ein Traum! Oh, Heuer ist 6 Fleisch. Naja, gut. Da hätten wir jetzt nochmal einen Rucksack, aber irgendwie... Boah, ein Zombie-Spawner wäre wirklich geil. Vielleicht ist ja sogar einer hier, man weiß es nicht, ne? Halt. Jetzt will ich fast schon dunkel lassen, ne? Aber endlich haben wir mal ein paar mehr Zombies. Das freut mich. Ah. So. Ich muss mal ganz kurz Fackeln machen. Ach, verdammt. Halt. Da. Da. So. Gut. So. Nein. So. Sehr gut. Ja, aber wenigstens haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Leder. Ich meine, gut, ich habe ja gesagt, mit den nächsten machen wir uns vielleicht mal wirklich tatsächlich direkt einen Gürtel. Und das werde ich auch machen. Naja, aber zu Hause würde ich sagen, weil da brauchen wir ja, glaube ich, Aluminium für. Wobei, ich kann gleich mal gucken. Ich stelle mich da gleich mal in die Ecke und gucke das mal. Schlag das mal ganz kurz nach, ja? Hier oben in der Ecke, schön, jawohl. So, dann sehen wir mal, wenn was kommt. Nicht. So sehen wir, was kommt. Wenn was kommt. Tinker. So. Was ist das? Was? Schweineeisenplatte. Oh, ist klar, auch klar. Ganz normal, ne? So, Gürtel des Reisenden. Wäre hier wirklich zwei Aluminiumbarren, eine Kiste und die. Ah, das neue Nuggets. Natürlich. Ja, natürlich, klar. Ah ja, man kann es einfach so. Aluminiumpulver? Ach so. Ja, und wie kriege ich das Pulver? Achso, oder Kies oder wahrscheinlich auch Erz, ne? Ja, okay. Ja, und wie kann man das Pulver machen? Weiß ich nicht. Vielleicht aus den Beeren. Ich finde das so schön, dass wir jetzt eine Rüstung anhaben. Oh, freut mich so sehr. Also. Ist aber ein bisschen mau hier, wa? Ah ja, da ist noch was drin. Ich sehe das immer nicht so gut, ne? Warte. Ja, okay, wunderbar. Das haben wir... Oh, wer kommt denn da hinten? Ja, na guck mal hier, willst du spielen? So.
So. Ist da noch was drinnen? Nein. Zack. So. Dun, 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 dun. Nein. Das war die falsche Taste. So. Spitzhacken haben wir eingenommen. Wie viel? Oh, das ist die letzte. Das ist schon die letzte tatsächlich. So. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn wir können natürlich neue machen. So. Jede Menge vor allem. Jede Menge. So. Oh, da geht's ja noch weiter, oder? So. Ich war ein bisschen ruhig irgendwie gerade, ne? Hallo? Ah. Hallo? Ist hier jemand? Oh, ja, das. Ja, nee, diesmal falle ich nicht drauf rein. Wäre jetzt gelacht, wenn es diesmal wirklich ein Creeper gewesen wäre, wa? Das wäre jetzt. Das wäre es ja jetzt gewesen, ne? Eigentlich könnte ich Salz ja wieder mitnehmen, ne? Das könnte ich tatsächlich. Ja. Ja, komm, nehmen wir Salz einfach wieder mit. Wir haben jetzt ja. So. So. Doch, das war eine gute Idee mit dem Rucksack, glaube ich. Ich meine, ja, okay, zugegeben. Wenn wir gewartet hätten bis jetzt mit den jetzt nochmal 8, könnten wir jetzt einen großen Rucksack machen, aber das ist ja auch egal. Das ist egal. Es gibt ja auch ein Biom, wo ganz, 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 ganz viele große Farne wachsen und da kann man sich dann auch einfach mal ganz viel Jute quasi holen. Die Jute, alte Jute! Und einfach mal zig Rucksäcke dann draus machen quasi. So ein Biom wäre auch mega nice. Verdammt, aua. Ich weiß gar nicht, wie das heißt tatsächlich, aber müssen wir nachschauen. Hä? Bin ich da gerade einfach drüber gelaufen? So. Ich kenne es nicht mehr. Das geht aber, glaube ich, ne? Gibt's ja. Oh. Ja, aber ich. Alter. Oh Gott. Warte mal. So. Wie gesagt, da könnte man dann ganz viele Rucksäcke draus machen. Das wäre. Boah, das wäre sehr viel wert, so ein Biom zu finden, ey. Boah. So, Vorsicht, von draußen könnten gleich Monster reinkommen. Ja, draußen ist halt immer so ein bisschen blöd, wa? Warte mal. Ich schlaf kurz. Ja, und nicht mehr Monsters nearby gerade. So. So, aber vielleicht finden wir jetzt ein paar Zombies im Wald. Man weiß es nicht. So. Ach, das ist wieder hier, ja. Schön wär's auf jeden Fall, aber irgendwie, ja, eher so ein Creeper-Wald oder was? So. So. Ach ja, ich schon meine Farm. So, da unten ist ein Creeper. Ja, ey. Ey, machen wir nicht so eine Welle hier.
so eine Schallwelle. Oho. Oh mein. Oh oh. Oh nein, das war der letzte Schluck Kaffee, verdammt. Verdammt, jetzt geht die Welt unter. Da hinten ist Le Skelett. So. Einfach nur wegen den Knochen. So. Aber ich brauche doch Zombies. Boah, ey, so ein Zombie-Spawner wäre wirklich sehr viel wert, ne? Das wäre schon richtig geil. Ach, schön. Mit ein paar kleinen Seen. Ist das schön. Ich weiß gar nicht, wo zu Hause ist einmal. Oh, guck mal hier. So viele Bärengarten brauchen wir aber tatsächlich gar nicht eigentlich. Ich höre einen Zombie. Ah, oh, das war er wohl. Nice. Ich dachte schon, dass das da hinten zu Hause wäre. Aber ich glaube, wir sind ganz in der Nähe. Ich kann es spüren. Ich glaube wirklich, wir sind ganz in der Nähe, wa? Ja. Habe ich es mir noch gedacht. So. Ach ja, ich wollte ja auch so ein bisschen nach Seeds. Oh, ja. Das Ding ist, wo zum Teufel kriege ich... Okay, mal... So. Wo zum Teufel kriege ich Dingens her? Oh. Ach doch, ja. Dachte schon, ich mach die komplett weg. Wo kriege ich die richtige Gerste, also die Gerste von Pam's Harvestcraft her? Wo kriege ich die her? Und wo kriege ich Tomaten her? Mann, Tomaten, ich brauche Tomaten. Tomaten! Eigentlich können wir da jetzt noch so ein bisschen Ausschau nachhalten und dann können wir nach Hause. Mal gesammelt haben wir eigentlich genug. Bitte sag mir, dass das dieselbe Schlucht ist. Das ist dieselbe Schlucht, alles klar. So. Ja, wo kriegen wir Tomaten her? Die wachsen, glaube ich, einfach so irgendwo. Aber wo? I don't know. Oh, das ist ja schön hier. Was ist denn das? Ah ja. Ach, wo kriege ich das denn alles her? Sag mal, oh, was ist denn das? Muskatnuss? Oh. Okay. Müsste man eigentlich wachsen lassen, wa? Oder brauche ich da was anderes? Oder muss ich das mit der blanken Hand vielleicht machen? Warte mal. Ne. Oder so? Ne, ich will die auch nicht abbauen, weil ich weiß nicht, was dann passiert. Ob die dann kaputt ist oder... Guck mal, da ist sehr viel Eisenkiste, nehme ich jetzt doch mit. Der Rucksack, der ermöglicht uns doch so einiges, ne? Vor allem, aber wenn hier so ein großes Vorkommen ist, da kann ich dann doch nicht nein sagen, vor allem. Ja, wobei, ohne Rucksack schon, ne? Aber mit... Doch, das ist immer noch sehr viel Platz. Also das ist schon ganz geil. Leaves. Jetzt habe ich schon gedacht, das wären vielleicht Tomaten oder so. Kürbisse? Nee, komm, lass mal. Brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Wobei ich ja... Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, was Realismus betrifft in Minecraft, ich finde, Kürbisse und Melonen sind schon ziemlich geil gemacht. Also mit... die brauchen hier quasi zwei Felder Platz zum Wachsen. Auf der einen...
auf dem einen Feld ist die Pflanze an sich und auf der anderen Seite wächst dann die Frucht. Das finde ich schon irgendwie cool. Wobei es natürlich geil wäre, wenn die verschiedene Wachstumsstadien hätten. Das haben sie allerdings leider nicht. Wobei sie das ja vielleicht jetzt mit Pam's Harvestcraft haben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass das da eingefügt ist, oder? Ja. So. Ja, das wär natürlich auch geil, aber so oder so muss ich schon sagen, ich finde das schon. Ja, finde ich schon ganz cool gemacht. Von Standard-Minecraft her, ne? So. Tea-Leaves. Und überhaupt nicht gewachsen. Auch ein bisschen komisch, aber naja. Tee haben wir auch schon. Ich weiß nicht, in welchen Gardens würde es denn. Gibt es Tomaten in irgendwelchen Gardens? Und Gerste auch und Roggen und so. Gibt es das in irgendwelchen Gardens? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, die sagen ja, wächst am besten in Forest und Plains. Aber vielleicht gibt es Gardens, wo das drin ist, in anderen Biomen. Man weiß es nicht. Aber das würde ja eigentlich keinen Sinn machen, oder? Aber eigentlich müssten wir, wenn es ja in irgendwelchen Gardens drin wäre, dann müssten wir das schon haben, oder nicht? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich weiß es von der normalen Gerste nicht, aber ich glaube, dass Tomaten so wachsen. Ich weiß aber nicht, welche Tomaten, weil hier haben wir auch wieder mehrere. Wir haben einmal Natura-Tomaten und Pam's Harvestcraft-Tomaten und könnten noch welche sein? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall zwei verschiedene. So. Und da möchte ich, glaube ich, die Pam's Harvestcraft. Wobei ich das schon ziemlich cool finde, wenn das auch ein bisschen realistischer gemacht wäre, dass man da tatsächlich da die irgendwie anbinden muss und so und dass die vielleicht auch ein bisschen höher wachsen, weil die wachsen nur einen Block hoch. Das finde ich ein bisschen schade fast. So. So. Tomaten ist sowieso, ich liebe Tomaten. Also jetzt in RL, also na gut. In Minecraft, gut, kann man in Minecraft was lieben, ist jetzt die Frage, ne? Also, ich meine halt als Charakter gesehen, ne? Ich meine, ich mag Minecraft an sich sehr gerne, ja? Aber... Ja. Nee, Kürbisgarten. Garten? Ach nee, nee, ist ja besetzt, glaube ich, ne? Ja, Garten. Hallo! Also vielleicht ein paar Zombie-Freunde, das wäre sehr toll. Das wäre sogar sehr toll. Oh. Mensch, ihr seid langweilig. Ihr seid total langweilig. So. Vor allem, weil die nichts Interessantes looten halt. Das ist halt echt noch. Weiß nicht, ist das eine Creeper-Höhle oder was? Ach komm. Ja, ja. Halt die Klappe. So. Oh, warte mal, das könnte aber auf die Rüstung gehen, oder? Oh, boy. So, ich habe auch leider den Shortcut vergessen. Es gibt irgendwie, wenn man was drückt, zusammen mit F3, dann sieht man den Status von seinen Items und so. Kann ja auch ganz praktisch sein. Mag ich aber nicht dauerhaft anhaben, weil das sieht dann blöd aus. Sieht dann so developer-mäßig aus quasi und das finde ich nicht so schön. Oh. Shit. Tja, da muss ich wohl gerade mal leider hier ein Werkbänkchen hinsetzen und dann... Ah, verdammt. Warum tue ich den Sticks auch immer da rein? Mach mal... Oh, nee. Ich hab das Eisen da rein. Oh, ich bin so dumm. Oh. Warte mal. Ich werf gerade übrigens mal weit weg. Das in das Loch hier. Unten ist Lars, schade. Aber hier haben wir einmal. Zack, zack. Oh. Ah, doch, hier ist noch was. Okay. So. Da. Vielleicht auch mal ein bisschen was wieder hier raus tun, weil das wird sehr eng hier schon wieder, ne?